Moin moin und herzlich willkommen zu einer Runde City Skylines 2. Heute ist Patch Day, der sogenannte Economy 2.0 Patch ist raus, auf den viele sehr lange gewartet haben. Ich habe das Game ja direkt nach Release gespielt, war da sehr sehr enttäuscht von dem Game. Seitdem hat sich einiges getan, aber vielleicht auch noch nicht genug. Wir werden es herausfinden. Ich habe mir ein paar Mods rausgesucht und habe gestern auch schon mal vor Release des Patches geguckt, dass das Game bei mir läuft, dass die sich mich so ein bisschen mit den Mods vertraut machen, aber wir werden trotzdem gleich einmal zusammen natürlich eine neue Karte starten. Und ich würde aber vorher einmal noch kurz durch die Mods durchgehen, die ich mir jetzt schon mal geschnappt habe. Es kann auch sein, dass während des Let's Plays dann von Folge zu Folge vielleicht noch weitere hinzukommen. Vielleicht sind auch einige mit dem Patch gar nicht mehr benutzbar. Das müssen wir einfach mal zusammen herausfinden. Es sind so ein paar Standardsachen drin, wie Move It, wie Anarchy, wie irgendwie ein Bulldozer-Tool. Dann gibt es noch so extra Landscaping, ein bisschen was für die Colors von diesen Zones, etwas um die Beleuchtung ein bisschen anzupassen. Die beiden fürs Gameplay, die beiden wichtigsten sind, glaube ich, diese beiden. Wobei diese, glaube ich, diese Traffic Mod auch wieder quasi auslaufen wird, weil die dann alle Features übernehmen soll, so wie ich das verstanden habe. Damit konnte ich aber alleine damit noch keine Lanes zeichnen, deswegen habe ich die hier noch mit drin. Genau, und bei der Map habe ich mir Cape Kelvin rausgesucht. Finde ich sehr schick. Hier wird auch nochmal empfohlen unten Recommended Map Texture Replacer Settings. Das ist auch wieder so eine Mod, womit man nochmal das Aussehen ein bisschen beeinflussen kann. Allerdings habe ich da gerade mal reingeschaut und da hat jemand bei der Mod in die Kommentare geschrieben, dass sie mit dem Patch nicht mehr funktioniert. Von daher lasse ich die erstmal raus. Kann sein, dass ich dann während des Let's Plays nochmal die Ansicht und wahrscheinlich sind diese Screenshots auch mit diesem Settings gemacht, ich die Ansicht von mir und den Screenshots hier nochmal ein bisschen unterscheidet. Aber die Map sehr, sehr cool. Können wir gleich mal reinschauen. Genau, ja, würde ich sagen. Gehen wir auch mal rein. Wir machen ein neues Spiel. Benutzerdefinierte Karten. Cape Kelvin. Wir brauchen noch einen schicken Namen. Da bin ich wieder so unkreativ wie sonst was. Was wollen wir denn mal nehmen? Lorberg. Kommen wir in den Lorberg. Wir haben hier einen Berg. Das gefällt mir. Naturkatastrophen bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, ich lasse sie mal an. Tutorials aus. Den Rest auch alles Standard. Wir haben hier es mit einer sonnigen Umgebung zu tun. Auf jeden Fall nichts unter 0 Grad. Bebaubares Gebiet sieht erstmal relativ wenig aus mit 30%. Kam mir eigentlich gar nicht so vor. Wir haben alle Connections und ja, ob diese Ressourcen jetzt viel oder wenig sind, kann ich gar nicht sagen anhand der Zahlen. Aber wir schauen auf einmal rein. Let's go. Ja, auf die Patch Notes werde ich auf jeden Fall nicht komplett eingehen. Die sind super lang und es gab ja auch, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe, bis jetzt nicht nur diesen einen Patch, sondern halt sehr, sehr viele andere. So vereinzelt werde ich mal Dinge ansprechen, die mir auffallen. Genau, hier ist, warte, ich mach mal kurz auf Pause. Hier ist unser Startbereich. Anders als sonst ist das jetzt auch nicht irgendwie so ein Quadrat, sondern eher so länglich gezogen. Das liegt, glaube ich, daran, dass man auf einer Map immer 9 solche Tiles zur Verfügung hat und hier ist quasi eine und dann haben wir hier nochmal 1, 2, 3, 4 und dann unten nochmal 1, 2, 3, 4. Da hatte ich auch in den Patch Notes gelesen, dass es jetzt für Map Tiles, die man ja hinzukaufen kann später, Kosten gibt. Das heißt einmal der initiale Kauf kostet mehr und die kosten aber auch im Unterhalt etwas. Finde ich ganz interessant. Ich hoffe, dass, also die wollten so ein paar Changes implementieren, dass das Game auch etwas schwieriger wird. Und ich hoffe, das ist denen gelungen, denn das war damals auf jeden Fall viel zu einfach. Genau. Ja, und hier haben wir auf jeden Fall erstmal hier ein schönes Kreuz von Autobahn. Hier auch nochmal. Wir haben hier hinten eine Schienenverbindung. Wir haben ein bisschen Zugang zum Wasser, wo wir unser Abwasser auslassen können. Ja, ansonsten viele Bäume. Hier hinten gibt es nochmal so ein sehr cool gemachtes Gebiet zu kleinen Häusern hier. Eine Scheune.
Was gibt es noch Wichtiges? Also wir haben hier so auf jeden Fall einen guten Mix aus Wasser, ein paar Bergen. Genau hier hinten war, glaube ich, noch irgendwas. Ah nee, das war einfach nur die Outside Connections. Einmal Strom, dann die Schiene und die Autobahn. Ja, genau, hier gibt es noch eine schicke Brücke. Hier so einen kleinen Berg. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut die Karte. Und ich habe auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon erwähnt hatte, Historical Start dabei als Mod. Das bietet schon so ein paar Dinge, die out of the box freigeschaltet sind. Das ist auf einmal hier zum Beispiel, dass man direkt die Industriespezialisierung bauen kann. Und vor allem, dass man auch anfangs schon gucken kann, wo sind denn überhaupt meine Ressourcen, also zum Beispiel Öl, Erz und so weiter. Das kannst du halt sonst nicht. Und eigentlich will ich das von Anfang an wissen, weil, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel hier Öl wäre und ich baue hier meine Wohnsiedlung hin, dann ist es halt, wäre es ja totaler Käse, muss ich es hinterher wieder abreißen. Deswegen, das Ding will ich eigentlich von Anfang an dabei haben. Ja, warte, ich mach mal eben ein wenig noch die Musik etwas runter. Ist das die Menümusik? Oder ist das Radio? Mir kommt mir beides so komisch vor. Beides ein bisschen runter. Ja. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie hier der Wind ist. Okay, der Wind bläst Richtung Meer, so ein bisschen in die Richtung. Das heißt, wir könnten eigentlich... theoretisch überlege ich gerade, ob man hier in die Ecke Industrie macht, weil dann bläst es einfach direkt aufs Meer oder halt hier. Aber wenn ich dann hier zum Beispiel Industrie hinmache, dann kann ich vielleicht hier später nichts mehr bauen. Ich glaube, diese Ecke hier unten ist für Industrie gar nicht so schlecht. Und wir könnten wahrscheinlich erstmal die Wohnungen einfach hier so in dem Bereich machen. Hier haben wir auch nicht so viele Bäume, das finde ich eigentlich ganz gut. Ah, Mist, eine Mod habe ich noch vergessen, die ich unbedingt mitnehmen wollte. Dieses Picker-Werkzeug, wo man dann klicken kann, hey, ich will genau die gleiche Straße oder genau das gleiche Dingens haben. Die wollte ich eigentlich noch mit reinnehmen, aber gut, nehme ich dann zur nächsten Folge mal mit. Jetzt bin ich gerade am überlegen, soll ich diese Straße mit der irgendwie noch hier unten lang verbinden? Weiß ich noch nicht genau. Wir werden auf jeden Fall diese noch mal ein bisschen hier lang erweitern. 0,5% Steigung. Das ist noch in Ordnung, würde ich sagen. Machen erstmal so ein bisschen Gebiet. Und hier werden wir einfach mal so ein bisschen Wohnraum schmalen. Was ist das denn hier für ein Unterschied? Das sind doch unterschiedliche Straßen. Okay, eine vierspurige. Ach, das ist eine sechsspurige. Okay, die habe ich noch nicht, ja. Aber die von der Größe her sollte das gleich sein, sodass ich die dann hinterher auch aufwerten kann. Dann könnte ich eigentlich hier mal schauen, dass wir... Wenn das eine sechsspurige wird, dann könnte ich eigentlich überlegen, ob ich jetzt hier nach oben eben nochmal erst noch eine vierspurige rausziehen will. Wir machen das mal auch so ein bisschen. Es ist jetzt krumm und schief, aber das ist schon in Ordnung. Wir wollen auch ein bisschen freier bauen. Das ist nicht alles. Was hat er denn hier gemacht? Okay. Das ist etwas merkwürdig. Aber hier hat er auch einmal so eine Brücke rüber gemacht. Vielleicht könnten wir hier auch noch eine rüber machen und das wiederum mit dem verbinden. Das würde ich eigentlich auch ganz cool finden. Mal schauen, wenn wir das in der Höhe so einfach mal hier rüberlaufen lassen. Was haltet ihr davon? Vielleicht brauche ich auch hier noch... Na doch. Aber ich muss die Steigung... So, die will ich ein bisschen smoother haben. Genau. So. Hier gehen wir auf 10 Meter. Und
hier auf der anderen Seite gehen wir nochmal wieder runter. Mit einem Gefälle von... wir müssen auf 0 gehen. Ja, 4,6 ist, glaube ich... Gehen wir auf 3,5. Das sollte in Ordnung sein. So, das reicht erstmal so als grobe Orientierung. Wir brauchen sowieso erstmal nur eine Seite, würde ich sagen. Und jetzt zeichnen wir mal ein bisschen Struktur rein für unser erstes Wohngebiet. Wir können ruhig ein bisschen Platz dazwischen lassen, dass wir auch ein paar Wege und so weiter reinkriegen. Vielleicht machen wir hier nochmal so ein. Den können wir, glaube ich, hier dran machen. Perfekt. Dann können wir mal ein bisschen anfangen, hier schon mal die ersten Leute einziehen zu lassen. Ja, komm, wir machen mal da welche hin. Ist jetzt ein bisschen wenig Anschluss, wenn wir das alles nur über diese Straße laufen haben, merke ich gerade. Aber wenn ich jetzt hier noch einen dran mache, dann haben wir halt von hier nachher, dass hier alle rausfahren. Wie mache ich das am besten? Gehe ich hier nochmal dran, aber das wird auch nicht so mega viel helfen, ne? Könnten nochmal schauen. Man könnte nochmal überlegen, ob man vielleicht eine Einbahnstraße macht, dass sie zum Beispiel von hier nur rein dürfen, aber nicht raus. Ich glaube, das würde ich ganz gut finden. Kriegen wir das hier hin? Ja. So, ich mach mal auf Play. Und dann vielleicht... Ja, das können wir ruhig in beide Richtungen machen. Und dann vielleicht hier nochmal so gleiche Konzept, nur in die andere Richtung. Dass wir hier quasi rausfahren oder nur raus dürfen. Und dann haben wir nämlich hier eine nach links und eine nach rechts. Auf die Strukturen, da kann ich später nochmal eingehen. So, die meckern natürlich jetzt zu Recht, dass sie ein bisschen Wasser haben wollen. Wir holen uns mal... Erstes Mal ein Wasserturm. Schmeiß den erstmal hier mit dran. Und wir müssen uns um Abwasser kümmern. Wie sieht denn das hier von der Wasserrichtung aus? Das, wenn ich das hier hinbauen würde, dann würde es genau hier reinfließen. Das ist schlecht. Hier allerdings auch. Und hier ist nicht unsere Dingens. Hier könnte man nochmal ran. Eigentlich auch scheiße hier. Das gefällt mir alles gerade gar nicht. Das kriegst du halt nie wieder weg, das Zeug. Okay, wir versuchen so schnell wie möglich diese Reinigungsanlage freizuschalten. Was wir machen werden ist, dieses Ding kann man direkt schon am Anfang upgraden. Reduziert die Menge an Schadstoffen im Wasser. So, das hauen wir erstmal mit drauf. Und verringert die Menge an ausgeschossenen Schadstoffen. Das können wir auch nochmal hier mit dran schmeißen. Aber so wie ich es gebaut habe, kriege ich es natürlich nur zweimal ran. So, das müssen wir einmal verbinden. Nach hier. So, das braucht ja zum Glück keine Straßenverbindung. Damit müssten jetzt zumindest... Was das Abwasser und so angeht. Eigentlich. Ah, ne, hier, das ist nicht verbunden, okay. Was ist das denn hier für eine Verbindung? Interessant. Okay, ich vernetze mal. Alter, oder machen wir da direkt eine Straße? Ne, wir machen es untergrundmäßig. Machen einmal den hier. Mal den hier. Und dann wollen wir... Na, hier darf ich natürlich nicht dran, weil das außen ist. Dann wollen wir nochmal den hier machen. Na, und jetzt brauchen sie noch Strom, wahrscheinlich. Ja, okay. Bei Strom habe ich auch gelesen in den Patch Notes. Es soll jetzt teurer sein, das von außen zu importieren. Wir schauen mal, wie sieht das denn hier vom Wind aus. Stromproduktion 5 MW. Unterscheidet sich das hier irgendwo? Ah, hier darf er es natürlich
nicht mehr anzeigen. Das ist schade. Dann hätte ich gerne mal geguckt, wie viel das denn hier oben ist. Ich versuche mal einfach mal direkt am Anfang auch so ein Windkraftwerk zu bauen. Warum nicht? Braucht das Ding eine Straße? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Schmeißen das mal hier oben mit dran. Hierhin. Kann ich das überhaupt so nach unten direkt verbinden? Ich glaube nämlich nicht, ne? Shit. Ich glaube, dann müssen wir da noch so ein... Oder ist das dieses Ding hier? In die Strom? Ah, okay, sie kriegen Strom. Perfekt. Alles klar. Gut, dann können wir ein bisschen weitermachen mit dem Einzug der Leute. Ich würde gerne direkt von Anfang an, will ich nicht, dass alle Gebäude irgendwie gleich groß sind. Ich finde, das sieht immer relativ langweilig aus. Wir machen mal hier so ein bisschen ein paar Unterschiede in den Größen. Und unser Gewerbe, wo wollen wir das hin machen? Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das hier hin machen. Allerdings haben wir hier nur den Eingang von der einen Seite. Dann können sie rein und könnten dann hier unten wieder abhauen. Ansonsten finde ich es, glaube ich, hier innen ganz cool, wenn wir da nochmal ein paar hin machen. Die wollte ich eigentlich... Wieso will er nicht bulldozern? Hallo? Das ist auch irgendwie so ein Bulldozer-Mod. Muss ich den noch... Anarchie aus? Eben gucken, welchen ich hier einstellen muss. Nee, muss ich die alle anmachen? Kacke. Filter. Ach so, ich bin noch in diesem Untergrundmodus. Ja, kein Wunder. So, eigentlich wollte ich gerne, dass du hier den habe ich doch hier auch noch gesetzt. Wieso macht er sich nur so lang? Irgendwie hat er keinen Bock auf die Größe. Na gut, dann mach dich so groß. So, wir hatten gesagt, Industrie wollen wir hier unten in dem Bereich machen. Die wäre dann auf jeden Fall jetzt erstmal über die Autobahn dann mit uns verbunden, aber das ist für den Anfang auch fein, würde ich sagen. Anfangs brauchen wir auch nicht so mega viel. Könnten theoretisch auch hier in der irgendwo in der Ecke vielleicht hier an dem Ding schon mal mit Forstindustrie anfangen. Das würde ich irgendwie cool finden. Wenn wir vielleicht das hier mal so hier reinlaufen lassen. Dann gehen wir hier auf Forst. Wir hauen den Karren mal auf die Seite. Das ist auch etwas, was mir grafisch gerade noch nicht so gefällt, weil es halt extrem hell ist. Ich weiß auch, dass man es umstellen kann. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich dafür auch eine passende Mod habe. Muss ich mich nochmal reinfuchsen. So, da hätten wir unsere erste Industrie. Und dann dazu vielleicht noch ein bisschen was generische Industrie. Dürfte bei weitem erstmal reichen. So, und jetzt lassen wir noch ein paar Leute einziehen.
gucken, kriege ich. Was ist denn hier neu? Oh, das ist auch irgendwie mod-basiert, denke ich mal. Können wir hier noch irgendwie einen schönen Weg durchlegen? Jo, bald auf jeden Fall Stufe, Meilenstein Stufe 1, dann kriegen wir den ersten Punkt, glaube ich. Winziges Dorf, dann würden wir 3 Map-Tiles kriegen, 1 Punkt, 25k und dann kriegen wir auch schon mittlere Dichte. Warum haben wir eigentlich so viel Nachfrage gerade? Wir haben auch diese Uferwohneinheiten. Die würde ich aber dann eher so Richtung Wasser später benutzen wollen. Hier nochmal mehr hin, wir haben ja viel, viel Nachfrage gerade. Die Ecke kann ich mir vielleicht nochmal für was Mittleres freihalten. Kommt es vor, als ob das Game super langsam gerade läuft auf Stufe 1. Immer auf Stufe 2. Stromverfügbarkeit haben wir. Exportieren wir eigentlich unseren Strom? Haben wir schon Einsicht in die Sachen? Wir importieren auf jeden Fall Getreide. Strom. Gebühren Export. Export steht auf 0. Das könnte daran liegen, dass wir uns hier nicht richtig angeschlossen haben. Wenn ich jetzt noch so ein Umspannwerk baue, wir machen das mal hier hin und dieses Umspannwerk hier anschließe. Schauen wir mal. Gebühren, Export. Gucken, ob der da gleich was exportiert. Okay, jetzt nehmen wir auch was ein. Also, ich weiß nicht, ob wir in Summe was einnehmen, aber zumindest haben wir Einnahmen dadurch. Und da ist unser Meilenstein. Ich wollte noch mal eben schauen mit Wasser. Da exportieren wir nichts. Haben wir... Gibt es hier auch eine Wasser-Connection? Aber haben wir die nicht automatisch damit verknüpft, oder? Nee, haben wir nämlich nicht. Okay, die sind auf unterschiedlichen Höhen. Das könnte ich mal versuchen. Ich die einfach noch hier mit anschließe, ob wir dann auch was exportieren. Ich glaube, dafür gibt es jetzt auch, weiß noch nicht genau, wo das ist, habe ich gelesen, Richtlinien, dass man sagen kann, hey, wir wollen nichts beziehen, wir wollen nichts exportieren und sowas. Wo sind denn diese Richtlinien? Sind die Meilensteine Entwicklung Erfolge? Hier vielleicht auch, nee, da ist nur der Name der Stadt. Bevölkerung. Weiß ich gerade nicht, okay. Na gut, lass mal schauen, wie teuer ist denn jetzt so ein Ding? Oh, 22.000 pro Monat, das ist nicht wenig. Das ist richtig viel, würde ich sagen. Krass. Wenn das Ding 40k kostet und dann die Hälfte davon nochmal pro Monat. Boah, guck mal. Ne, jetzt habe ich beide angeklickt, ne? 27, 22. Okay, da sollten wir tatsächlich nur welche kaufen, wenn wir sie wirklich haben wollen oder brauchen und nicht just for fun. So, wir haben unseren ersten Punkt. Wir könnten Kreisverkehr, wir könnten Straßendienst. Hierfür brauchen wir 2 Punkte für die Wasseraufbereitung. Was wollen wir haben? Wollen wir Kreisverkehre oder den Straßendienst nehmen? Ich glaube, ich nehme mal die Kreisverkehre. Bin noch nicht sicher, wo ich sie einsetzen werde. So, einmal noch schauen. Abwasser. Ja, jetzt haben wir auch ein bisschen, exportieren wir auch. Alles klar.
Sehr gut. Dann, ja, jetzt haben wir auch einen neuen Bedarf, weil wir die Reihenhäuser freigeschaltet haben. Die, ups, werde ich mal hier direkt mit platzieren. Dass wir da ein bisschen die Nachfrage stillen. Wir haben immer noch sehr viel Bedarf an Wohnungen. Industrie will er auch mehr haben. Wie war denn das mit unserem fruchtbaren Land für Getreide? Das hier ist alles fruchtbar. Ich glaube, dann könnten wir vielleicht hier ganz gut ein Getreideladen, hätte ich jetzt fast gesagt, hinbauen. Ah, wir haben auch hier schon die vierspurige, fünfspurige asymmetrische. Fünf, okay, wir haben auch noch nicht die sechsspurige, die ist hier drunter. Wir nehmen jetzt erstmal hier die weiter. Machen einmal hier den Ausbau gerade und wir machen das dann schön nochmal als kleine Abfahrt mit so einer Schotterstraße, würde ich sagen. Die muss gar nicht so weit gehen. Ich will nur nicht, dass das Gebäude hier direkt hier dran haben. So, und jetzt bauen wir das dahin. Dann müsste ich das doch eigentlich hier schön weit auffüllen können. Weiß nur nicht, ob das wirklich so cool ist, wenn wir es direkt quasi an der Autobahn haben oder ob man da lieber ein bisschen mehr Abstand haben will. Aber wir machen mal richtig einen schönen großen Hof. Ah, ich bin gerade überlegen. Ich glaube, ich mache ihn trotzdem nur so bis hier. Das sollte passen. Dann kann man vielleicht hier nochmal ein bisschen was anderes mit reinsetzen. Wird das unsere Industrienachfrage stillen? Wir müssen erstmal die Ads hier ausmachen. Mal gucken, ob das mittlerweile zuverlässig funktioniert. So, dann, ja, komm, wir nehmen noch mal hier ein paar mit auf. Nachfrage ist auf jeden Fall krass. Ah, die wollen auch schon einen Krankenwagen haben, merke ich gerade. Ja, ich muss mal kurz stoppen. Ich will einmal rausfinden, wo kann ich diese Stadtrichtlinien. Ah, hier. Stadtbestimmung, okay, das ist noch nicht freigeschaltet. Meilenstein 4. Alles klar. Dann gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass er das anfangs zumindest Gesundheit von außerhalb beziehen würde. Aber wir wollen ja natürlich trotzdem auch ein Krankenhaus besorgen. Lass mich mal diese Straße hier noch ein bisschen fortsetzen. Könnten die vielleicht irgendwie in dem Bereich, dass wir hier so mittig vielleicht so ein paar Servicegebäude machen, die aber auch schön über eine große Straße nochmal angebunden sind. Vielleicht sogar hier schön zentral nochmal ein Kreisverkehr, dann können wir da mit dem nochmal nach unten gehen. Jetzt sieht die Straße irgendwie Kacke aus. Fängt er denn da an? Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. So sieht es aber schon besser aus. So, das ist relativ viel Platz für eine Klinik. Ach, genau, und das ist auch ein da. Bevor ich es überhaupt schon gebaut habe, fällt es mir schon ein. Die haben was an der Modularität geändert, was ich sehr, sehr gut finde. Nämlich diese ganzen Upgrades, diese hier, die soll man. Okay, das hatte ich jetzt an. Ah, ne, das ist. Ah, okay, perfekt. Das ist nämlich eins, das kommt hier oben auf dieses Dach drauf. Das ist quasi
festgelegt, aber wir haben jetzt für alle modularen Gebäude eine Range, wo wir Dinge platzieren können. Das heißt, wir können sogar auf der anderen Straßenseite jetzt Dinge machen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr geil. Das hatte ich mir eigentlich schon von Anfang an gewünscht, weil das auch schon mehr oder weniger im ersten Teil so umgesetzt war. Zum Beispiel bei den Universitäten und so weiter. Aber das ist cool. So, damit sollten die hier hinten auf jeden Fall ihren Krankenwagen bekommen. Wir bedienen mal ein bisschen weiter die Nachfrage. Machen hier nochmal ein paar Gebäude rein. Der Wahnsinn, diese Nachfrage hier. Gewerbe haben wir gar nicht, aber da haben sie auch einiges so am Balancing, glaube ich, geändert. Auch wie viel die Läden produzieren, wie viel die Leute abnehmen. Wie geht es denn hier unseren Industrien? Was hat er hier? Mangel an Arbeitskräften. Ja, es könnte eventuell an der Entfernung liegen, auch hier. Das könnten wir mal testen, indem wir die Straße jetzt hier durchgehen lassen. Ich würde mal von hier anfangen, im 90-Grad-Winkel kommen. Was macht der da? Da schon wieder. Ich glaube, der snappt irgendwie an den Bäumen. Warte mal, das konnte man irgendwie an der Oberfläche eines Objektes. Ja, genau, jetzt snappt er da nicht mehr dran. Sim hat er hier irgendwie eine seltsame Kante damit reingeballert. Gefällt mir nicht so. Ich glaube, so ist es besser. So, mal gucken. Okay, die Anzeige ist sofort weggegangen. Ich glaube, wir können noch mal hier noch eine weitere Straße mit dranlegen. Würde ich sagen, wir fangen mal hier oben an. 90 Grad. So, wir haben leider noch nicht die Option, da die Ampeln wegzumachen. So, der hier will einen Leichenwagen haben. Ja, Leichenwagen haben wir auch noch nicht. Wir müssten dafür einen Friedhof bauen. Oder wir schalten relativ früh das Krematorium frei. Wäre auch möglich. Der Friedhof hingegen, der bringt auch noch Wohlbefinden im Umkreis von 300 Metern. Warte mal, wie kriege ich das hin, dass dieses Weiße hier weggeht? Ich will, dass es nicht so krass hellweiß ist. Was habe ich denn hier noch für Add-ons? Na, egal. Ich will nämlich... Ich würde auch gerne sehen, wie groß ist 300 Meter im Umkreis, ne? Das zeigt er mir leider nicht an, wenn ich das hier so ranhalte. Ich könnte überlegen, das hier so mittig hinzubauen. Will ich das wirklich an dieser Hauptstraße da dran haben? Ja, aber dann können die eigentlich relativ schnell überall hinkommen, ne? Ich baue das mal hier hin. Dann können wir uns nachher da drum so ein bisschen orientieren. Und hier nochmal Wohngebiet drum bauen vielleicht. Auch hier gibt es wieder modulare Gebäude, auch sehr geil. Die können wir jetzt schön auf der anderen Seite von der Straße hin machen. Da sind wir dann auch weniger eingeschränkt, wie wir da bauen wollen. Okay. Wie wäre es, wenn ich hier nochmal so im 135-Grad-Winkel mal abgehe?
jetzt hier nochmal irgendwie so eine etwas andere Raum mit reinbringe. Das gefällt mir ganz gut. So. Mal schauen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Straße hinmachen und die hier neben packen, dann müssten die doch mega happy sein, weil die halt direkt in der Nähe von dem Friedhof von den ganzen Benefits, die der Friedhof abwirft, profitieren. Die ist ganz schön scharf hier. Jetzt habe ich hier so einen Kack drin. Fällt mir auch nicht. Besser. Jo, da sind wir auch gleich schon in der nächsten Stufe, weil ich so viele Straßen gebaut habe. Das zählt auch immer schön mit rein. So, wir machen mal hier eine richtige Reihenhaussiedlung direkt neben dem Friedhof. Und immer noch keine Nachfrage nach Gewerbe, das finde ich echt krass. Hier könnte ich einen Weg durchjagen. Yeah, Meilenstein frei. 2. So. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt auf die Wasseraufbereitung und pausieren mal. Wo ist denn unser Scheißwasserablauf? Genau. Hier ist es noch einigermaßen okay. Das Teil wird natürlich einiges kosten. Das kostet 400.000 von unseren nur 600.000 verfügbaren Dollar. Und ich merke gerade, wir machen ganz schön viel Minus. Ich glaube, ich muss gleich mal die Steuern erhöhen. Oh, die Gesundheit, die kostet mich extrem viel. Okay. Ich glaube, wir brauchen da nicht so viel. Also das ist schon mal gut, dass es nicht so einfach zu sein scheint. Ich werde mal hier direkt das Budget erstmal runterfahren. Auf 50%. Ich glaube, anfangs brauchen wir nicht so viel. Damit sparen wir uns schon einiges. Dann gehen wir erstmal überall auf 11% hoch. Und wir machen jetzt einmal dieses fette Investment und nehmen das Ding hier raus. Kann ich das einmal auch abschalten? Ja, hier. Ich habe auch gehört, genau, dass man auch individuell diese Attachments alle abschalten kann. Und das scheint auch so zu sein. So, wo wollen wir das Ding denn haben? Ich würde sagen, hier im Bereich... Irgendwo im Bereich der Industrie ist es gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das macht allerdings Bodenverschmutzung, oder? Ja, es macht... Wieso haben wir denn jetzt hier schon wieder ein Ad? Was ist denn das für ein Mist? Das Ding macht Bodenverschmutzung. Das heißt, eigentlich neben so Feldern ist das gar nicht so geil.
Auch hier wahrscheinlich im Wald nicht. Im Wohngebiet wird es auch nicht geil sein. Wo wollen wir das Ding hinhaben? Ich glaube, hier bei dem Autobahnkreuz in der Nähe möchte ich das platzieren. Ja, ich guck mal, ob wir das nicht irgendwie, wo ist die Straßenverbindung? Ja, aber wie kriege ich dann die Straße da dran? Oder machen es hier auf der Seite? Aber dann bin ich hier auch schon wieder beim Feld, ne? Ah, das ist doof. Keine gute Position im Kopf. Ich versuch's mal hier. Oh, das hängt aber ein bisschen schief. Mist, die ist auch so schief, die Straße. Was habe ich denn da gemacht? So, einmal bitte verlagern. Zack. So, und die Teile 10.000 pro Monat. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. So, wir müssen den Strom nochmal schnell hier anbringen. Stopp. Ja, so. Ich hoffe, damit gehen wir jetzt nicht zu krass ins Minus. Und ich baue einfach schnell noch ganz, ganz viele Gebäude. Warte mal, Reihenhäuser mittler. Ah, okay, das sind die größeren. Die würde ich gern hier dran machen. In der Hoffnung, dass wir damit noch ein bisschen Gelder einnehmen. Und wir da nicht gleich schon pleite gehen oder einen Kredit aufnehmen müssen oder sowas. Ach du Scheiße. Wie teuer ist denn das Ding? Das habe ich gar nicht beachtet im Monat. Unterhaltungskosten. 60.000 plus Löhne, 164.000 im Monat. Ich glaube, wir gehen pleite, wenn ich mir diesen Graph so angucke. Ja, das Ding, dafür wollen wir bitte ein bisschen mehr Geld haben und das Ding kriegt das minimale Budget. So, wir brauchen mehr Industrie. Ich schon komme, ich bin gleich pleite. Optionen. Wie viel Geld machen wir denn damit? Wir exportieren das zwar, aber ich sehe nicht, wie viel Geld es bringt. Aber ich würde gerne noch eine spezialisierte Industrie bauen. Wir könnten Nutztiere machen. Die kann man überall, auch auf nicht fruchtbarem Land, aber es ist sowieso fast alles fruchtbar. Von daher eigentlich fast egal, hätte ich gesagt. Wenn wir die hier reinbringen, kriege ich die. Er fängt, glaube ich, immer links an, oder? Oder fängt er rechts an?
So. Das heißt, wir haben hier Nutztiere und hier haben wir Getreide. Ich hatte eigentlich gelesen, dass in den Industrien jetzt viel, viel mehr Angestellte arbeiten pro Teil, also pro kleines Feld. Es kommt mir auch so vor, aber trotzdem habe ich so eine hohe Nachfrage. Das hätte ich echt nicht erwartet, dass ich so viel Nachfrage habe. Aber es wäre erstmal nicht verkehrt, damit können wir Geld verdienen. Und es wollen auch noch mehr Leute hier wohnen. Bestimmt hier auch ein paar in der Nähe von unserem Friedhof. Wir machen hier nochmal ein bisschen was mittlere Dichte. Und geringe Dichte haben wir noch Nachfrage. Es werden bestimmt nachher hier teure Gebiete wegen dem Friedhof, weil dann der Landwert wahrscheinlich höher ist. Achso, warte mal. Kostet mich dieser Wasserturm eigentlich Geld? Der kostet mich 7500 im Monat. Die könnte ich mir ja eigentlich sparen, da mir das Ding ja Wasser produziert, oder? Wo sehe ich, wie viel Wasserproduktion ich habe? Wasser verfügbar. Warum haben wir so wenig verfügbar? Wasserhandel? Wasseraufbereitung? Das aktuell in der Stadt erzeugte und aufbereitete Abwasser, wenn die Abwassererzeugung die Aufbereitungsrate übersteigt, fließt ungeklärtes Abwasser in die Rohre zurück, was einen negativen Einfluss auf die Gesundheit. Okay. Abwasserexport. Ist das, wäre das schlimm, wenn das hier... ich kann das doch einmal ausmachen, oder? Okay, dann... Warte mal. Dann kostet es noch 10% von dem. Also es kostet immer noch Geld. Das heißt, wir haben auch hierfür gerade laufende Kosten. Ja, 1100 im Monat. So, wir sind hier schon gar nicht mehr so weit weg von dem. Haben wir denn jetzt noch Wasser? Jetzt haben wir angeblich keine Wasserverfügbarkeit. Ich dachte, dieses Ding, da sieht man es doch auch, dass es Abwasser hier reinbringt. Reicht das nicht? Doch ein Riesengebäude. Oder brauchen wir dafür mehr Abwasser, damit wir genug Wasser haben? Also sozusagen, dass das... Ja, dann könnte das Ding eigentlich uns nie versorgen, ne? Gerade unsicher. Also es, im Moment haben wir noch keine Fehlermeldung oder so, aber es könnte auch sein, dass wir jetzt irgendwie gerade was importieren. Weiß ich nicht genau, was da los ist. So, wollen wir noch eine Industrie machen? Wäre es, wenn wir hier oben ein paar Steine abbauen? Der anderen Seite der Autobahn, aber ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn ich hier dann Wohnhäuser habe. Hat denn diese Industrie Bodenverschmutzung mittel? Okay. Lärm gering, gering. Gering. Da wäre wahrscheinlich so ein Gemüsebauer viel besser an der Stelle. Ich glaube, dann machen wir mal hier noch einen Gemüsebauer hin oder so.
So, das sieht doch auch fein aus. Noch mehr Nachfrage. Wir sind noch im Minus, aber wir kriegen gleich auf jeden Fall auch nochmal einen Boost, weil wir in die nächste Stufe aufsteigen. Da kriegen wir nochmal 75.000, allerdings haben wir dann auch wieder neue Bedarfe. Wie ist die Situation mit dem Wasser? Ich muss sagen, Wasserverfügbarkeit. Das aktuell in der Stadt gepumpte und verbrauchte Trinkwasser. Mangelt es an Trinkwasser? Bla bla. Wasserhandel. Okay, wir scheinen, da das auf Rot ist, was zu importieren, ja. Das heißt, das Gebäude schafft es nicht. Da muss der Turm doch wieder an. Allerdings verstehe ich nicht genau, warum. Das ist sehr ineffizient. Weil wir auch den ganzen Booster rausgenommen haben, das ganze Payment. Das erhöht das um 10%. Hiermit könnten wir mehr pro Monat machen, das brauchen wir auf keinen Fall. Eventuell könnten wir das von der Effizienz nochmal boosten, aber dann haben wir halt auch wieder mehr Kosten, ne? Also das Ding brauchen wir auf jeden Fall nicht. Die 1100 kann ich mir, glaube ich, sparen. Das verkaufe ich mal komplett. Interesting news from the city's export division. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. Dann kann ich das nicht bulldozern, weil das aus ist? Nee. Ah, ich bin hier wieder im Untergrundmodus. Also. So. Into local That's right. Japan. You could almost say it's too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after this. A housing shortage is driving up prices in the air. Größere Buden. That's right, Linda. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Ich verstehe nicht, warum ich jetzt hier trotzdem diese Gelaberei da reinkriege. Obwohl ich hier dieses Ads-Ding halt, warte mal, ja, aus habe halt. Jo, wir machen positiven Umsatz. Sehr gut. Aber jetzt müssen wir in Schulen und Co. investieren. Ich werde mal mit der... Na, wir haben hier schon Müllberge, da geht's schon los. Wir brauchen Müllabfuhr. Eine Mülldeponie kostet mich 70.000 und 115.000 im Monat. Was können wir denn noch freischalten? Eine Verbrennungsanlage. Hier steht leider nicht, wie teuer die ist. Ein Recyclingzentrum. Wahrscheinlich aber zu teuer für mich. Ansonsten, was könnte man noch unbedingt brauchen? Straßendienste, Parkplätze. Ich weiß nicht, ob Parkplätze, ob die am Anfang sogar uns Geld verdienen könnten. Das wäre eigentlich interessant herauszufinden. Ich glaube, ich mache die Straßendienste und Parkplätze. Dann habe ich nämlich jetzt schon mal hier die Möglichkeit, zum Beispiel an solchen Stellen die Ampeln wegzumachen. Hier würde ich zum Beispiel mal ein Stoppschild oder so reinmachen.
können wir sie mit Sicherheit wegmachen. Hier gibt es bestimmt keine, ne. So. Ja, Müll. Wir müssen eine Müllabfuhr bauen. Ich meine, die ist auch nicht so mega teuer. Da ist aber auch wieder die Frage, wo wollen wir die haben? Wir haben hier eh schon Bodenverschmutzung. Ich glaube, ich würde sie... Ach ne, da ist das Teil zu Ende. Hier haben wir ein bisschen Probleme wegen den Stromteilen, aber ich baue sie mal hier hin. Das ist doch scheiße. Was überlappt denn jetzt hier? Okay. Theoretisch muss ich das auch am Anfang, glaube ich, gar nicht größer machen. Überlappende Objekte. Oh, was überlappt? Weil so ist es rot. Der Strommast, der ist doch höher, oder bin ich jetzt blöd? Ja gut, das Ding ist eh noch nicht voll, das kann ruhig erstmal so klein bleiben. Okay, wir wollen weiter wachsen, so wie es aussieht. Könnte ich hier noch ein bisschen was reinmachen? Oder will ich hier eher größere Häuser noch haben in dieser Ecke? Glaube ich, hier mache ich noch ein paar kleine hin. Kurz überlegen. Ich das hier anbinde. Ich glaube so. So, und ich habe doch auch eine, habe ich die mit drauf? Es gibt so eine Mod, nein, ich glaube, ich habe die nicht mit drauf, dass ich sagen kann, zum Beispiel an dieser Straße sollen diese Zones nicht dran, dann wären die hier von entsprechend irgendwie wahrscheinlich so tief. Die habe ich aber leider gerade nicht dabei. Das müssen wir später nochmal nachholen. Die Straße hier noch verbinden, das würde eigentlich Sinn machen. Ich will hier aber eigentlich nicht unbedingt eine Kreuzung haben. Ich glaube, ich mache das ein bisschen weiter nach hier. Hier werden wir die Ampel rausnehmen. Machen wir ein Stoppschild hin. Ja. So, wir sind wieder im Minus. Wahrscheinlich wegen der Müllabfuhr. Kostet mich das denn 58.000? Stand da nicht was von 15.000? Ja, okay, das ist nur die Pflege und dann hast du dazu nochmal die Löhne. Da müssen wir mehr Steuereinnahmen machen. Das heißt, mehr bauen. Bietet der hier nichts an? Achso, da ist unser Holz. Ich weiß gar nicht, ob der davon leidet, wenn ich hier
dann irgendwie eine Bodenverschmutzung erzeuge. Ich lasse da mal ein bisschen Platz. Können besser noch hier in die Ecke reingehen. Schauen, ich will jetzt hier auch nicht zu viele Viererkreuzungen irgendwie aufmachen. Wissen wir eigentlich, wenn der jetzt irgendwie hier und dann so eine Kurve unten rum geht, aber da habe ich auch das Ding noch nicht. Machen sie erstmal so. Alter, was ist denn hier los? Oh shit. Glaube, da werde ich noch ein bisschen mit Terraforming nachhelfen, weil ansonsten kannst du das ja total vergessen hier. Ebnen oder angleichen? Was nimmt man denn für so einen Use Case? Hört sich irgendwie beides passend an. Ah, sieht schon brauchbarer aus. Ich glaube, ich muss das aber noch mal ein bisschen auch noch hier überall ein bisschen ausweiten. Beides wird schon irgendwie hoffentlich passen. So. Hier ist es auch wieder so eine krasse Hanglage. Ich glaube, vielleicht lassen wir es da sogar komplett frei. Oh, war ich die ganze Zeit auf Pause? Shit. Wie die Dinger hier im Gelände aussehen. Ja, ist aber noch in Ordnung, würde ich sagen. Er will noch mehr Einwohner haben. Mal kriegen. Jo. Mit weniger Bodenverschmutzung. Ja, auch langfristig cool zu haben, aber es ist halt alles gerade noch nicht so erreichbar. Ja, und hier haben wir unseren ersten Tatort. Aber ich glaube, wir müssen eigentlich auch Polizei haben, die dann von außerhalb reinkommt. Mal schauen, Dienstleistungen, Polizei. Wir haben noch nicht diesen, wo war das nochmal?
Ne, hier war es nicht. Hier war es auch nicht. Hier. Ah ne, Stadtbestimmung haben wir erst im nächsten Ding. Nachfrage. Wir haben hier unbesetzte Gebäude und auch hier bei Klein und bei Mittel. Es gab doch gerade die ganze Nachfrage, deswegen habe ich doch erst so viel gebaut. Und dass wir echt die ganze Zeit kein Gewerbe haben, das finde ich krass. Wie laufen denn hier die Gewerbe? Von der Position her sagt er, wir sollten die eher hier platzieren. Das heißt, die hier sind gar nicht mehr so gut angeordnet. Schon noch okay, aber besser wären sie hier. Warum denn genau hier? Einfach weil wir hier, keine Ahnung, diese großen Gebäude haben oder wegen der Klinik? Aber wie geht's denen denn hier? Wir haben sogar hier noch Fläche markiert. Da hat er noch nicht mal was hingebaut. Krass. Was ist das denn für ein Ding? Dieses Gebäude ist leer und kann gemietet werden. Nehmen wir das doch mal weg. Das sind echt... Was sind das für winzige Dinger? Eine super kleine Tankstelle. Fertignahrung, Getränke, Papier, Textilien, Fahrzeuge, Elektronik, Pharmazeutika, Nahrung, Möbel, Unterhaltung, Chemikalien, Nahrung, Freizeit. Es wurde auf jeden Fall gesagt, in den Patch Notes, dass jetzt die Gebäude, die spawnen, auch so ein bisschen an den Bedürfnissen orientiert spawnen. Vorher war es wohl so, dass man, keine Ahnung, 10 Tankstellen nebeneinander hatte. Und das soll wohl nicht mehr passieren. Shit, wir haben noch einen Tatort. Ah, ich will keine Polizei bauen. Ich hab kein Geld für eine Polizei. Jetzt haben wir schon wieder Nachfrage. Das Einzige, was wir doof finden, ist Steuern. Der Rest ist aber gut. Warum haben wir hier keine Nachfrage? Das ist komisch. Sehr, sehr komisch. Okay, dann kriegst du noch mehr, wenn du noch mehr haben willst. Soll ja alles Kohle bringen. Hier die Ampel entfernen. Kriegt ihr das alleine hin? Ich könnte mal einmal, um das Tool noch zu zeigen, das ist das hier, Lane Connection Tool. Da kann man jetzt zum Beispiel der hier, der darf hier einen U-Turn machen auf den hier. Da kannst du einmal unten sagen, remove U-Turns. Da siehst du jetzt hier in Rot schon gekennzeichnet. Die würde er alle removen. Und dann gibt es noch so Unsafe-Dinger. Das ist zum Beispiel, wenn er von der rechten Linie hier dann hier auf die... Nee, Quatsch. Das erzähle ich. Wenn er von hier, von der auf die linke fährt, anstatt dass er von hier auf die rechte fährt. Finde ich eigentlich auch cool, die zu entfernen. So, und jetzt hast du halt die Situation, dass hier zwei, die können beide nach links. Der bleibt auf der Spur. Und da könnte man eigentlich sagen, nimm doch den nach da mal raus. So, dann hast du nämlich hier einen, der safe hier rüber geht. Und das gleiche machst du hier auch. So, und dann hast du nämlich hier auch zwei dedicated lanes. Der geht nach links, da musst du dich auch links einordnen, wenn du nach links willst. Und wenn du nach rechts willst, fährst du hier rüber. So, und da kann man theoretisch auch das sagen. So, und dann hat der nämlich jetzt hier eine Bahn für sich alleine. Und dann sollte es, glaube ich, ohne Ampeln auch ziemlich gut funktionieren.
wir beobachten noch mal ein bisschen die Scheiße. Es brennt. Kriege ich denn jetzt hier eine Feuerwehr von außerhalb? Ja oder nein? Wir haben sau viele Tatorte. Ich glaube tatsächlich, dass die Dienstleistung von außerhalb nicht da sind. Irgendwie. Vielleicht muss man die tatsächlich erst freischalten. Okay. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einmal die erste Folge dicht. Die geht schon lange genug. Und dann gucken wir uns in der zweiten Folge an, wie wir das finanziell stemmen können, dass wir uns noch eine Polizei ohne Feuerwehr leisten. Weil wir ja jetzt schon Minus machen. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Der Patch scheint auf jeden Fall, ja, economy-technisch einiges verändert zu haben. Finde ich aber gut. Ich finde auch gut, dass es nicht so einfach ist. Vielleicht mache ich auch gerade viele, viele Fehler. Aber, ja, mir gefällt es bisher. Und ich hoffe, die nächsten Folgen werden auch mich voranbringen. Sodass ich dann auch irgendwann die finanzielle Kurve kratzen kann und mir dann auch vielleicht mal ein paar coole Sachen leisten kann. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Macht es gut, habt einen schönen Tag. Bis denne.